aus dem wunderschönen Braunschweig und damit willkommen zum Holi 2016. Die Firma Undercover wird ja 25 Jahre und auch heute tummeln sich hier unglaublich viele kreative Mitarbeiter der Firma Undercover rum. Und ich glaube, einige von denen bekomme ich bestimmt auch vor die Linse. Mal gucken, kommt mit. So, weiter geht's direkt hier hinter der großen Bühne, wo die ganzen coolen DJs stehen und die Musik auflegen. Ich bin nicht allein, neben mir die Clara. Grüß dich. Hallo. Clara, du bist seit genau 7 Tagen Azubi bei Undercover. Ja. Wie geil waren die letzten 7 Tage für dich? Ziemlich geil. Also im Büro viel Arbeit, aber auf dem Festival dabei zu sein, ist auf jeden Fall top. Jetzt bist du ja so ein bisschen Festival schon geprobt, sag ich mal. Ja, ich habe gehört, du warst schon in Italien und hast da so mit Farbkartuschen um dich geworfen. Ja, genau. Also ich habe vorher ein Praktikum gemacht bei Farbgefühle. War eigentlich auch Holi sozusagen und ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Bin geprobt und bin jetzt hier. Wo liegt denn wirklich der Unterschied zwischen den heißblütigen Italienern und jetzt hier, sagen wir mal, den kühlen Deutschen? Gehen die genauso ab auf diesen Holi-Festival? Also die Deutschen gehen mehr ab. Die Italiener sind auch ein bisschen schüchtern. Die wissen dann nicht so richtig, wie sie sich verhalten sollen nach so einem Festival. Aber hier wissen die Leute Bescheid. Definitiv. Wie sieht so ein Tag denn bei dir jetzt aus heute zum Beispiel? Ich meine, du bist ja nicht nur dafür da, hier so mit lustigen Farbkartuschen zu werfen, oder? Also heute zum Beispiel bin ich ins Büro gekommen, habe vorbereitet, also Garderoben vorbereitet, dann hier auf dem Festival noch ein paar kleine Sachen gemacht und ja, letztendlich bin ich jetzt hier und schaue, dass alles funktioniert, zusammen mit den anderen. Was erwartet uns denn heute noch auf dem Holi? Also wann geht's los? Wann wird das erstmal geworfen? 14 Uhr wird der erste, ja, Big Throw, sag ich mal, wird es den ersten Big Throw geben und danach jede Stunde. Ich hoffe zwischendrin auch. Dann kann man denn so ein bisschen zuschauen, wie die Leute immer mehr durchdrehen? Oder am Anfang sind sie wahrscheinlich noch ein bisschen verhalten, oder? Ja, am Anfang, wie man dann vielleicht später noch sieht, am Anfang sitzen sie alle da und gucken noch und hören so ein bisschen zu. Aber später, wenn dann auch der Alkoholpegel ein bisschen gestiegen ist, ja, läuft das Ganze und die Leute gehen ab. Vor der Bühne, Farbbeutel werden geschmissen. Gibt's einen Plan B, wenn man die Leute einfach nicht locker machen kann? Ja, also man kann versuchen, als Veranstalter natürlich in die Masse zu gehen, Farbbeutel zu werfen, dass die Leute vielleicht denken, okay, cool, ich kann zwischendrin auch mal was werfen, yay. Aber der DJ muss einfach ein bisschen mit anfeuern und sagen, okay, gut. So ein bisschen sagen, ja, setzt euch hin, macht mit, feiert, Hände hoch. Und das macht er gerade, oder? Genau, genau. Dann wollen wir den mal machen lassen und ich bedanke mich. Und ich würde sagen, hier am Jägermeisterstand können wir uns mal so ein kleines Stückchen geben. Ja, genau. Richtig. Okay. Es kann nicht wahr sein. Einige der Undercover-Mitarbeiter machen sich einen schönen faulen Lenz, während ich hier arbeiten muss. So, Kinder, nicht mit mir. Erwischt. Es wird sich also hier schön mal einen Drink gegönnt, ja? Ja, ganz heimlich. Da wird er jetzt hoffentlich nicht mitgeschnitten. Davon gehe ich aus, ne? Oder? Das heißt, Arbeit ist getan. Jetzt kann das Saufen beginnen. Jetzt startet unser Privatleben, ja. Was steht denn heute noch an? Ich meine, nicht, dass einer muss ja den Kühlkopf bewahren, oder? Das sind aber auf jeden Fall nicht wir, wie du siehst. Dann will ich euch gar nicht lange stören. Ihr macht das auch sehr gut ohne mich. Unverschämt. Wir gehen mal weiter.